Liebe Kochfreunde! Hallo zusammen! Hankook Studio wieder offen! Hankook Studio wieder bereit! Und heute haben wir für euch ein klassischer ungarischer Nachtisch mitgebracht. Heute werden wir Gunde Palatschinken, Gunde Pfannkuchen backen. Auf Ungarisch gesagt. Gunde Palatschinken. Genau. Und natürlich, bevor wir loslegen, schauen wir erstmal ganz kurz, was sind die Zutaten. Also Tom. Milch, Rum, Kakaopulver, Butter, Zucker, Walnüsse, Eier, Schokolade, Weizenmehl, Rosinen und Zitrone und Orangengeschmack. Genau. Also, habt ihr alles gesehen? Können wir gleich loslegen. Erstmal machen wir unsere geile Füllung fertig. Nachher kommen die Pfannkuchen. Also, los geht's. Los geht's, Kochfreunde. Also fangen wir mit unserer Füllung an. Tommy, erstmal Sahne bitte. Das haben wir vorher vergessen. Auch Sahne braucht ihr. Geben wir unser Rum dazu. Keine Angst haben, das ist nicht viel. Alkohol bleibt nicht drin. Dann jetzt geben wir noch Zucker dazu. Ein Teelöffel Zimt kommt noch dazu. Das brauchen wir natürlich schön langsam kochen. Und geben wir noch entweder Orangenschale, könnt ihr reiben, oder Orangenextrakt, Orangenaroma könnt ihr dazu geben. 3-4 Tropfen. Und werden wir natürlich Walnüsse dazugeben. Das haben wir schon hier gemahlen. Das werden wir auch dazugeben. Und auch so grob werde ich ein bisschen aufschneiden. Und das werden wir auch so dazugeben. Das können wir dann schön langsam kochen, bis eine schön dickflüssige Füllung kommt. Und können wir natürlich auch unsere grobe, größere Walnussstücke auch dazu geben. Genau, schön dickflüssig geworden. Das braucht noch ein, zwei Minuten. Dann haben wir unsere Füllung fertig. Und wenn jemand das gerne haben möchte, könnt ihr jetzt auch noch Rosinen dazugeben. Oder wenn ihr das nicht mögt, dann einfach nur so lassen. Das schmeckt auch ohne Rosinen richtig gut. Also, sehen wir uns gleich. Also, liebe Kochfreunde, geht weiter. Erstmal haben wir unsere Füllung vorbereitet. Und jetzt hier haben wir ein bisschen Wasser gekocht. Also, das lassen wir weiterhin kochen. Und brauchen wir natürlich, wie gesagt, Zartbitter Schokolade. Tommy, das kannst du jetzt dazugeben. Und mit Dampf werden wir das schön schmelzen lassen. Also, wenn es fertig ist, dann kommen die weiteren Zutaten. Viel Spaß. Oh ja, Schokolade gleich fertig. Also, Tommy, geben wir Eigelbe dazu. Und das mit Schokolade schön vermischen. Genau, sieht wunderbar aus. So, jetzt kannst du ein bisschen Alkohol wieder dazugeben. Das auch kurz mischen. Verrühren. So, jetzt Zucker. Keine Angst haben, da kommt noch Milch dazu. Also das wird auch ein bisschen flüssiger sein am Ende. Jetzt kommt Butter dazu. Butter aufgeschmolzen. Also geben wir jetzt halbe Portion Milch. Und jetzt gibt Tommy noch Kakaopulver dazu. Vanillenzucker. Das auch noch verrühren. Riecht schon richtig, richtig gut, Kochfreunde. Schokoladensoße im allerfeinsten. Und tun wir jetzt noch restliche Milch. Und werden wir mit einem Schneebesen bis zum Ende verrühren. Also viel Spaß. Sehen wir uns gleich und machen wir Pfannkuchen fertig.
Warenkorb, Freunde! Pfannkuchen, Teig fertig! Tommy kann loslegen und werden wir alle Pfannkuchen fertig backen. Also viel Spaß, sehen wir uns bald. Also Kochfreunde, einmal bitte wenden. Kochfreunde, wir haben wieder richtig viel gearbeitet, richtig viel zu tun gehabt, aber könnt ihr anschauen, alles fertig, können wir gleich unser Pfannkuchen füllen. Aber erstmal nehmen wir Vitamine, Energie aus Ungarn, also Palinko Time. Egészségetekre, viel Spaß. Viel Spaß, Tobi. Meine liebe Kochfreunde, es ist soweit, es ist fertig geworden. Unser Nachtisch, Gunder Pfannkuchen, ist jetzt fertig. Richtig cremig, süß, einfach nur ungarisch. Lasst euch schmecken und nicht vergessen, jede Woche mit Hankook essen. Hoffentlich hat unser Video euch gefallen. Könnt ihr weiterhin teilen, liken, weiterempfehlen und gerne abonnieren. Wir freuen uns sehr drauf. Sehen wir uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.